Heute startet das Vorspiel zur großen Onyx-Verarsche. Ich bin der Callcenter-Crasher. Die Firma, die wir aufs Korn genommen haben, wurde mit etlichen Fake-Accounts zum Teil zeitgleich beschäftigt. Heute also zum Beispiel mit dem Betrüger Willi Koch, der trotz eines deutschen Namens nur sehr schlecht Deutsch sprach. Es galt hier also auszuloten, wie die Betrüger ticken. Am kommenden Sonntag kommt dann der Abschluss der großen Onyx-Scharade, die wir uns zu dritt ausgedacht haben. Bad Luigi, Callcenter Nightmare und ich haben etwas mit denen gespielt. Das erste Spiel beginnt jetzt, nun nach dem Intro. Viel Spaß dabei! Hallo? Hallo, Klaus Kleber. Ja, wer ist da bitte? Ja, Willi Koch ist mein Name und ich bin von Gemini Corporation. Sie haben bei uns Ihre Daten gelassen. Es geht um Investieren und damit Geld zu verdienen. Ja? Darf ich Sie fragen, ob Sie Erfahrung haben in diesem Bereich? In welchem Bereich jetzt? Ja, Investieren, Trading, sowas, Handeln. Ja, gehandelt habe ich schon viel. Ich habe schon viele Dinge bei eBay verkauft. Ja, das hat jeder gemacht, aber haben Sie irgendwohin richtig investiert, in der Börse zum Beispiel? Was denn? Sie haben gefragt, ob ich gehandelt habe und das habe ich bejaht. Ich habe gehandelt. Ja, das ist ja gut. Das ist gute Erfahrung. Ja. Das ist gute Erfahrung. Das ist besser als nichts. Ja. Aber ich meine in der Börse. Ach, Sie meinen, ob ich investiert habe. Dann fragen Sie doch, ob ich investiert habe und nicht, ob ich gehandelt habe. Ja, ich habe gefragt, investieren und Trading. Nee, Sie haben gefragt, ob ich gehandelt habe. Und das habe ich beantwortet. Ja, okay, investieren. Haben Sie investiert? Nee, investiert habe ich noch nicht. Noch nicht. Und möchten Sie ausprobieren? Ja, ich natürlich, klar. Sonst hätte ich mich ja nirgendwo angemeldet. Ach so, naja, das ist doch schön. Wenn Sie schon Lust haben zu Investitionen, dann sind Sie richtig bei uns. Bitte was, und das habe ich nicht verstanden. Ja, ich sage, das ist gut, wenn Sie so Lust haben auf Investitionen. Ja. Ja, das ist gut, ne? Also ich kann Sie kurz erklären, wie das funktioniert bei uns. Genau. Oder wissen Sie schon, aus Werbung? Nee, erzählen Sie mal ruhig. Ach so. Also bei uns kann man mit 250 Euro Investitionen bis 50 Euro pro Tag verdienen. Ist das schon interessant für Sie? Ja, aber das ist ja noch nicht alles, oder? Ja, das ist natürlich nicht alles. Haben Sie unsere Werbung angeschaut und was haben Sie da gesehen? In kurzem, können Sie mir das erzählen? Nee, da habe ich nicht so viel gesehen. Das war ein bisschen unverständlich. Deswegen, bin ich ja froh, dass Sie mich anrufen. Dann können Sie mir das jetzt mal richtig erklären. Ach so, naja, das ist sehr gut. Also wir investieren in verschiedene Bereiche. Also das ist in Rohstoff, Währung, Kryptowährung und so weiter. Und wir schaffen für Sie pro Tag bis zu 10 Handelspositionen und aus Erfahrung 7 davon werden mit Plus geschlossen. Also das heißt, Sie haben Gewinn. Und darum sage ich, mit kleinen Investitionen 250 Euro, Sie können bis zu 50 Euro pro Tag verdienen. Bitte, da war gerade die Leitung kurz unterbrochen. Ach so, war die Leitung weg? Ja, nur kurz. Ach so, ja. Und wie gesagt, also Sie können mit 250 Euro anfangen mit investieren, aber wenn Sie sehen, wenn das zu wenig Gewinn ist, dann können Sie natürlich nachzahlen auf Ihres Handelskonto oder können Sie einfach anfangen mit anderer Summe zu investieren. Dann gibt es Möglichkeit mit 500 Euro anzusteigen oder mit 1000 Euro anzusteigen. Mhm. Ja gut. Ja, je nachdem. Ich habe einen Bekannten, der hat mal was an der Börse gemacht, aber der hat mir nicht gesagt, dass man mit 250 Euro als Mindestbetrag einsteigen muss. Der hat auch mit 20 und 50 Euro einsteigen können. Wie kommt das, dass das bei Ihnen mit 250 Minimum ist? Bei uns ist das so, mit 250. Ich habe schon gesehen, die Handelsplattform, welche anfangen mit 1 Euro. Ja. Und die versprechen schon, also ich glaube, das war letztes Mal 300 Euro pro Tag. Also man steigt an mit 1 Euro und dann verdient man von 200, 300 Euro pro Tag. Also das ist schon irgendwie komisch. Also mit 1 Euro, 300 Euro pro Tag, ist ja nur Quatsch. Ja. Aber Sie sagten, solche Angebot. Ja gut, aber davon habe ich noch nichts gehört. Aber Sie sagen Handelsplattform, welches ist denn Ihre Handelsplattform?
Von welcher Plattform arbeiten wir oder was? Ja, genau. Welches ist Ihre Handelsplattform? Ach so, unsere. Das ist Onyx Corporation. Ah ja, okay. Onyx Corporation, okay. Gut. Ja, ja. Okay, prima. Und ja, das ist schon mal ganz gut. Und mit was kann man jetzt alles handeln nochmal? Das hatte ich gerade nicht so genau mitgekriegt. Naja, wir investieren in verschiedene Bereiche. Also wir schaffen für unsere Kunden also bis zu 10 Handelspositionen pro Tag. Also es wird investiert in verschiedene Bereiche, je nachdem. Also unsere Finanzabteilung und Analytiker, die machen also, die sagen, in welchen Bereich am besten investieren in diese Minute. Also wir warten nicht, bis die Aktien steigen, bis sie nach oben oder ganz nach unten fallen. Also wir arbeiten immer im Mittelbereich und darum ist Gewinn nicht so groß, aber fast immer haben wir Plus. Okay, gut. Und auf welche Art und Weise kann ich dann einsteigen? Ja, Sie aktivieren, also wir von unserer Seite aktivieren für Sie Handelskonto und Sie brauchen auf Ihrem Handelskonto bestimmte Summe sein. Also mit welcher können Sie anfangen mit Handel? Minimales Beitrag 250 Euro und Sie können mit anderen Summen anfangen auch. Aber wenn Sie sagen, schon keine Erfahrung, also würde ich empfehlen, mit 250 Euro ausprobieren. Wenn das gut läuft, dann können Sie nachzahlen. Wenn nicht gut, dann können Sie Ihr Geld nach Verifikation auszahlen lassen. Und Sie bekommen alles, was Sie angezahlt haben, 250 Euro. Und dieses Gewinn, was in der Zwischenzeit haben Sie gemacht. Okay, gut. Und auf welche Arten kann ich das nun einzahlen? Ja, es gibt Möglichkeit mit Banküberweisung zu tätigen. Ja. Gesundheit. Danke. Also können Sie einfach mit Banküberweisung tätigen. Also wir arbeiten mit Commerzbank. Und aber kurz muss ich Sie fragen, ob Sie obligatorische Frage stellen, weil wir haben Verifikationsverträge mit Visa, Mastercard, ob Sie über 18 Jahre alt sind. Das bin ich, ja. Ja, das ist schön. Also dann sehe ich keine Probleme. Also wie gesagt, also arbeiten wir mit Commerzbank. Ich kann für Sie die Bankdaten vorbereiten mit Ihres alle Daten und dann können Sie Banküberweisung tätigen. Und wenn das Geld ankommt auf Ihres Handelskonto, dann bekommen Sie von uns zwei Anrufe. Erstes Anruf von Verifikationsabteilung und der zweite Anruf von Finanzabteilung. Und nach 24 Stunden, Sie können schon erste Gewinn sehen auf Ihres Handelskonto. Ja. Okay, gut. Aber Sie sagten Commerzbank, das hört sich doch schon mal gut an. Das ist doch prima. Und Sie schicken mir dann die Überweisungsdaten. Haben Sie meine E-Mail-Adresse? Hallo? 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 Was ist denn los mit Ihrer Telefonleitung? Ich höre Sie gar nicht mehr. Hallo? Ja, hallo Klaus Kleber. Ja? Ja, Willi Koch schon wieder. Ich habe aus Versehen auf Schnur getreten und der Computer ist ausgegangen. Muss ich hochstarten wieder. Ja. Ja. Ja, wo waren wir denn so weit? Also haben wir gesprochen, dass wie war das? Haben wir was gefragt oder so? Was ist da eine Party bei Ihnen? Glocken und Geklatsche? Nein, was ist nein, das? Nein, das ist kein Party. Wir sind hier über 200 Leute, welche arbeiten auf verschiedenen Ländern. Also ach, und da macht man Glocken und da klatscht man? Ja, da genau. Das ist wie in der Börse. Haben Sie schon dieses Hollywood-Film gesehen, die Börse oder so? Ja, aber da wird auch nicht geklatscht. Also ja, das wird geklingelt und geplatscht. Ja, geklingelt, so, aber nicht geklatscht. Das klingelnde Symbol ist das Symbol für ein Börsenschloss. Das ist mir wohl bekannt, aber klatschen passiert da nicht. Naja, das ist bei uns so. Ja, okay. Müssen wir doch nicht alles wiederholen, was die Amerikaner machen. Also da können wir selber was Neues entwickeln, oder? Na gut, okay. Alles klar. Ja. Ja, so. Und bei uns natürlich nicht so schnell geht wie bei Amerikanern, wie die zeigen. Also 1, 2, 3 und 2 Millionen in der Tasche. Bei uns geht das so ganz adäquat und ganz langsam, aber sicher. Ja gut, wo waren wir denn jetzt stehen geblieben?
Ja, wie kann man das Anzahlung zu tätigen? Also wie gesagt, also wir arbeiten mit Commerzbank, ich kann für Sie die Daten vorbereiten. WhatsApp haben Sie nicht, ich glaube, weil Nee. das ist irgendwie, das ist so eine Nummer, das ist so eine Hausnummer oder sowas, Das nennt sich die Festnetznummer, Telefonleitung. ja. Festes, ne? Festnetz, ne? Genau, ja. Ja. Und haben Sie vielleicht ein Handy oder? Ja, ich habe ein ganz altes Nokia-Handy, ja. Also, Sie brauchen das nicht. Also ich kann das auf Ihre E-Mail-Adresse alles abschicken, wenn Sie das möchten. Also Ja. Klaus Kleber, Ja, lesen wir mal vor. Ja, okay. rahmenmail.de, ja? Ja. Ja, das ist das. Ist das Okay. korrekt alles abgegeben, Das ja? ist richtig, ja. Das ist Ja, das richtig. ist ja gut. Das ist ja gut. Da kann ich ganze Informationen auch per E-Mail-Adresse abzuschicken. Und dann können Sie das alles lesen. Ja, natürlich, wenn Sie EC-Karte haben oder Visa oder Mastercard haben, dann können Sie auf unserer Plattform Anzahlung tätigen per unsere Zahlungsmethode da. Und wenn nicht, dann können Sie Banküberweisung tätigen. Ja, ich würde es gerne mit Banküberweisung machen. Ja, mit welcher Summe möchten Sie das gerne anfangen? Das weiß ich noch nicht so ganz. Brauchen Sie das jetzt ganz am Anfang oder kann ich mich Ja, da natürlich. noch... Ja, ich muss für Sie vorbereiten die Zahlungsmethode, also die alle Daten schreiben. Da muss ich auch die Summe schreiben drauf. Ja, Da dann... gibt es Möglichkeit 250. Also ich denke mir, Sie können ruhig mit 250 Euro ausprobieren, weil keine Ja, Erfahrung aber auf da wird man ja Vorderräten noch so. so richtig, kann man da ja nun nichts werden mit, also 500 hatte ich mir schon so gedacht. 500. Ja. Ja, da können Sie machen. Ich kann für Sie für 500 alles vorbereiten und dann absenden. Wann können Sie das tätigen? Heute? Schaffen Sie das oder? Das, ja, ich weiß nicht. Ich habe ja kein Online-Banking, das heißt, ich müsste zur Bank gehen. Ach so, Sie haben keine Online-Banking? Nee. Da müsste ich zur Bank gehen. Ach so, Weil das aber Problem ist, ja, das Problem. Bankkonto haben Sie doch, oder? Ja, natürlich habe ich ein Bankkonto. Und Natürlich. bei welcher Bank ist das? Ja, spielt das auch eine Rolle? Verstehe ich nicht. Nee, das ist nur so, weil wenn Sie bei Commerzbank auch sind, dann ist das viel schneller geht. Nee, nee, Commerzbank bin ich nicht. Ach so. Aber das kriegen wir ja schon Naja, das hin. ist. Wenn das bei der Commerzbank ist, das kriegen wir dann schon hin. Ja, dann Das muss ist. Sie zum diese Bankautomat gehen und da tätigen oder wie ist das? Oder zum Nee, Schalter? wir haben eine richtige Bank hier. Da kann ich reingehen und kann die Überweisung tätigen. Ein Ja, Bankschalter das ist. nennt sich das. Ja, Bankschalter, ja, sage ich auch schon bei Bankschalter. Ja, da müssen Sie den Zettel ausfüllen und dann in den Kasten schmeißen, ne? Nee, das kann ich direkt meinem Bankberater geben. Aber Ach wie so, bei gesagt, Bankberatern, Berater, gibt es solche noch immer noch? gibt es noch, ja. Gibt es noch. Ach so. Gut, Ah, aber das ist dann ja. schicken Sie Sind mir doch Sie einfach erkältet mal oder wie? die Zugangsdaten oder nein, nicht die Zugangsdaten, die Bankdaten. Ja, ich kann auch Zugangsdaten schicken, das ist kein Thema. Die können Ja, bei mir könnte. auch bekommen Zugangsdaten für unsere Plattform. Ja, das wäre Und ganz oder? gut. Am besten, Ja, ja, dann eine machen wir E-Mail, wo beide. alles drin Also ist. ja, dann ich schicke das. Das kostet keine Papier, also da schicke ich für Sie das alles. Genau. An klaus.kleber@rahmenmail.de, ne? Ja, genau. Solche habe ich auch da. Ja, Ja, genau. das passt ja. Das ist sehr gut. Dann mache ich das gleich. Also ich schätze mir in 5 Minuten haben Sie das auf Ihre E-Mail. Aber das wird Brief von Willi Koch und dann können Sie das finden, alles, was Sie brauchen. Okay? Alles klar, das ist sehr Okay, gut. dann vielen Dank für ein angenehmes Gespräch und Ich wünsche Ihnen bedanke einen mich schönen auch, Herr Tag Koch. noch und alles Gute und viel Erfolg. Ja, Ihnen auch. Dann Dankeschön. Dankeschön. Nicht zu danken. Tschüss, tschüss. Tschüss. Hallo? Hallo, Herr Kleber. Willi Ja. Koch schon wieder. Entschuldigung, dass ich so öfter Sie anrufe, aber Finanzabteilung fragt mich, ob Sie da können heute Überweisung zu tätigen. Na, ich glaube nicht, dass ich es heute noch schaffe. Das hatte ich aber schon gesagt. Ach so, Sie schaffen das nicht. Aber heute ist günstiger Tag, also Ende des Monats und also. Was hat das damit zu tun, mit dem Ende des Monats? Naja, das ist die beste Zeit zum Anfangen. Also aus Erfahrung muss ich sagen. Also wer anfängt, Wie, also wieso ist das besser, Ende des Monats auszufangen?
Ja, das ist so. Ich weiß nicht, Nee, nee, ich habe doch mit gefragt, was ist wieso das ist es abhängig, besser? aber ja, das ist Börsenwetter, ist das. Ach, Börsenwetter. Komisch, ich Ja. dachte, die Börse ist, da ist es relativ egal, wann man anfängt. So Nee, wie es das ist mir. nicht egal. Das ist nicht egal. Wenn man anfängt, Monatsanfang anfängt investieren, dann ist das dann besser als zum Mitte das Monat. Ja, eben. Und am Monatsende, am Monatsanfang bin ich ja noch gar nicht. Der fängt ja erst übermorgen an. Ja, übermorgen, aber das ist Banküberweisung, das dauert 1 bis 2 Tage. Ja, und dann sind wir doch genau da, wo wir sind. Ja, darum frage ich Sie, ob Sie das schaffen. Das weiß ich noch nicht. Ich habe ja auch noch was zu tun. Ach so, sind Sie jetzt bei der Arbeit oder? Ich bin unterwegs, ja. Ach so, Sie sind unterwegs. Nein, Alles ich klar. bin am Arbeiten, ja, wie Ach gesagt. so, alles klar. Und wenn was ist, dann morgen, vielleicht schaffen Sie das? Das werde ich sehen, das muss ich sehen. Alles klar. Okay, ich habe Sie gehört, also dann wünsche ich viel Erfolg in Ihrer Arbeit. Also wir warten darauf, dass Sie Überweisung zu tätigen. Vielen Okay. Dank für nochmal für Gespräch und schönen Abend noch. Ja, bis dann. Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Ja, hallo? Ja, hallo Klaus noch einmal. Haben Sie meine Post bekommen? Habe ich noch nicht geguckt. Das wird ja schon wieder. Wird bei den Baum gefällt oder? Meine Herren. Nein, das machen wir Geld. Also, wenn Sie das so müssen verstehen. Also, wenn wir zum Beispiel haben neue Kunde oder so, dann bekommen wir ein Zeichen und alle klatschen. Und Ah das ist ja. bei uns ist so. Ah ja, okay. Und das ist alles neue Kunden. Wenn einmal klatschen, dann ist das eine neue Kunde. Wenn Sie unsere neue Kunde kommen, neu, dann wir machen das auch klatschen hier. Okay. Ja. Naja, gut. Ja, aber Also, Sie haben noch nicht Post gesehen und so, doch, ne? ich hab's gerade aufgemacht. Ach so. Das ist klar. Was ich mir Commerzbank AG, ja. Und Ja, genau. der Empfänger fehlt, Empfängername fehlt daran. Fehlt da ja. Wer ist der Empfänger? Empfänger. Ja, Empfänger. Da muss man immer angeben. Ach so. Ja. Kleinen Moment, muss ich nachschauen. Kleinen Moment, bitte. Hallo Klaus? Ja, aber Ja, ich habe Herr geklärt, Kleber, also bitte, Herr ja. Kleber, wir kennen uns ja noch nicht. Ach so, ja, ich habe gedacht einfach so, ja gut, Herr Kleber. Also ich habe gerade geklärt, also Commerzbank, ja, das stimmt, da muss ein Name sein. Und unser Leiter von Finanzabteilung, der heißt Jörg Schäfer. Und Sie können einfach so schreiben, Jörg Schäfer. Schäfer, also. Schäffler. Ah ja, okay. Und das ist der Leiter Jörg der Schäfer. Finanzabteilung. Ja, Leiter Finanzabteilung, ja. Okay, gut, okay. Sehr gut. Dann weiß ich das ja schon mal. Okay, danke, Herr Kleber. Also, ich hoffe, dass wir zusammenarbeiten und Sie bekommen von uns hier große Klatschen. Alles klar, sehr schön. Okay. Alles klar. Gut, dann schönen Tag noch und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag noch. Ja, oh, Wiederhören. ebenso. Jo, tschüss. Tschüss. Hallo? Hallo? Hallo, guten Tag. Ja, können Sie mich hören? Spreche ich mit Heinz Herbert? Ja, den Nachnamen bitte, wir kennen uns ja noch nicht. Ja, Düsseldick? Ja, Hab ist das richtig. richtig gesagt? Okay, mein Name ist Nicole, ich bin Account Managerin. Und es geht um Ihre Anmeldung. Sie haben sich vor ein paar Wochen bei uns angemeldet. Es geht um Onlinehandel auf dem Finanzmarkt und Nebeneinkommen. Ist das noch relevant für Sie? Ja, grundsätzlich schon, aber von welcher Plattform sind Sie jetzt? Ich habe mich auf mehreren angemeldet. Also Sie haben sich bei Gemini Trust angemeldet und unser Unternehmen heißt Onex. Ja, also unser Broker-Unternehmen heißt Onex. Und sagen Sie mir bitte, haben Sie schon Ihr Konto aktiviert oder haben Sie das noch nicht gemacht? Nee, habe ich noch nicht. Haben Sie noch nicht. Okay. Also haben Sie jetzt 5 Minuten Zeit? Ich werde Ihnen erklären, wie alles bei uns läuft. Ja, gerne. Okay, gut. Ja, also sehen Sie.
Wir sind eine Investmentgesellschaft und wir bringen Leute zum Finanzmarkt, damit sie dort handeln können. Und bei uns haben Sie zwei Möglichkeiten, mit welchen können Sie arbeiten. Also nur eine Frage, haben Sie schon früh Erfahrung mit dem Handeln, Investment oder noch nicht? Nur ein klein wenig. Haben Sie es selbst gemacht oder mit einem automatischen? Ich habe das selber gemacht. Okay, also ohne Hilfe von einem Finanzberater, einfach selbst, ja? Ja, genau. Okay, habe verstanden. Ja, und also sehen Sie, bei uns haben Sie zwei Möglichkeiten, mit welchen können Sie arbeiten. Es geht mit einem automatischen Handelssystem, also das ist sogenannten Roboter. Dieses Programm können Sie auf Ihrem Handy, Computer oder Tablet oder Laptop installieren. Ja, es geht auf Ihre Wünsche ein. Und dann Ihr Finanzberater hilft Ihnen auch, alle notwendigen Konfigurationen einstellen. Und dann läuft alles vollkommen automatisch. Also mit diesem Programm brauchen Sie nicht etwas selbst manuell tun. Das läuft vollkommen automatisch, wie gesagt. Ja, das arbeitet mit verschiedenen mathematischen Algorithmen, mit verschiedenen Signalen und schließt diese Positionen auf dem Finanzmarkt ganz automatisch. Ja? Sie bekommen Ihr Gewinne von verschiedenen Positionen mit Aktien, Währungen, Kryptowährungen und auch Rohstoffen. Also dieser Roboter kauft diese Positionen billiger und verkauft es teurer. Und dieser Preisunterschied ist Ihr Gewinne. Diese Gewinne bekommen Sie an Ihr persönliches Handelskonto, auf dem Sie Zugriff haben. Und dann können Sie natürlich diese Gewinne abheben, wann immer Sie wollen. Nur Sie haben Zugriff zu Ihrem Geld und Sie haben jederzeit Zugang zu Ihrem Konto. Sie können einfach eine Nachfrage machen, dass Sie möchten eine bestimmte Summe abheben. Ja? Zum Beispiel haben Sie 1.000 Euro Gewinn gemacht und Sie möchten diese Summe an Ihr Bankkonto auszahlen lassen. Ja? Dann machen Sie einfach, wie gesagt, eine Nachfrage in Ihr Konto. Sie bekommen einen Anruf von der Finanzabteilung, Sie bestätigen diese Transaktion und dann bekommen Sie schon Geld an Ihr Bankkonto. Also das geht sehr schnell. Ja, wir werden von unserer Seite das schnell bearbeiten und dann bekommen Sie Geld an Ihr Bankkonto. Mhm, okay. Ja, und Sie haben auch zweite Möglichkeit, mit einem Finanzberater zusammenarbeiten. Also Sie können auch wie eine kleine Ausbildung bekommen, wie eine kleine Schulung. Ja, Ihr Finanzberater wird Ihnen alles Schritt für Schritt erklären, wie alles dort funktioniert, also in Ihr Profil. Ja, also er wird Ihnen zeigen, wo können Sie Ihr geöffnete und geschlossene Positionen sehen. Ja, wo können Sie Geld einzahlen, auszahlen. Und wie gesagt, er wird Ihnen auch darüber mehr erzählen, ja, um Finanzmarkt, wie es alles funktioniert, zum Beispiel, warum Bitcoin kostet so teuer, ja, mit welchen Aktien ist am besten zu handeln und so weiter und so fort. Ne, also, Sie machen einfach einen Termin mit Ihrem Finanzberater, wenn Sie reden können, ja, also Sie nehmen einfach ein bequemes für Sie Zeitpunkt und also es kann sein, ein-, zweimal pro Woche, wie viel Sie passt. Und Sie werden mit ihm kommunizieren und er kann einfach diese Einstellungen ein bisschen ändern, damit Sie können ein bisschen mehr Gewinn machen. Ah ja, okay. Ja. Okay, und Ihre Seite, Ihre Plattform hieß wie? Ich habe gesagt, dass unser Unternehmen heißt Onex. Ich kann natürlich Ihnen unsere Link senden, ja, und Zugangsdaten, damit Sie können alles dort anschauen. Oder Sie können es schon von E-Finanzberater bekommen. Also damit Sie können schon Sie mir gerne mal zuschicken per E-Mail. Ja, kein Problem. Können wir auch Ihre E-Mail-Adresse prüfen. Also es ist auf heinzherbert.dustedik@gmx.de. Ja, das ist richtig. Okay, gut. Also ich werde Ihnen dann ein bisschen mehr Info senden. Ja, Sie können es durchlesen und auch den Link und Zugangsdaten, damit Sie können in Ihr Profil einloggen und Sie werden dort alles sehen. Also dort werden Sie sehen Ihr Name, also ein bisschen unten steht auch Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Kontonummer. Also wenn werden Sie zum Beispiel Ihr Konto mit einem Banküberweisung aktivieren, dann werden Sie auch im Verwendungszweck Ihr Name und diese Kontonummer sehen. Das bedeutet, dass Sie überweisen dieses Geld gerade an Ihr Handelskonto. Ja, also Sie zahlen Geld auf jeden Fall nicht. Also Sie überweisen Geld an Ihr Handelskonto, damit Sie können dort ein Startkapital haben, mit welchem werden Sie weiter handeln. Also mit Null, sollen Sie verstehen, geht es leider nicht. Also Sie können nicht zum Supermarkt gehen und etwas für 0 Euro kaufen. Also, das ist klar. Und wie ist denn das Startkapital?
Also Minimalbetrag, mit welchem können Sie Ihr Konto aktivieren, eine technische Grenze ist 250 Euro. Okay. Also, ja, und Sie haben auch mehrere Möglichkeiten, wie können Sie Ihr Konto aktivieren. Es geht mit Banküberweisung oder mit Kreditkarte oder auch mit PayPal, wenn verwenden Sie, um es bequem zu sehen. Okay, aber das kann ich mir dann noch überlegen. Ja, kein Problem. Ich kann Ihnen ein bisschen Zeit geben. Sagen Sie mir bitte einfach, wann können wir nochmal telefonieren? Also wie viel Zeit brauchen Sie? Ich gucke mir das erstmal an auf der E-Mail. Haben Sie die E-Mail denn schon losgeschickt? Ich habe noch nichts geschickt. Also wir haben vorher nie gesprochen und Sie haben noch nichts von mir bekommen. Also ja, ich sende Ihnen jetzt alles. Okay, ja. Dann machen Sie das mal. Okay, dann machen wir so. Und darf ich auch noch zwei Fragen stellen? Ja. Also darf ich fragen, wie alt sind Sie? Ich bin schon über 18. Ich darf schon handeln. Okay, ich habe verstanden. Also wir haben einfach Verifizierungsvertrag mit Visa und Mastercard und deswegen können wir nicht mit Leuten unter 18 arbeiten. Deswegen frage ich das, aber wenn müssen Sie es nicht sagen. Ich bin schon volljährig. Okay, super, hab verstanden. Und ich verstehe, haben Sie eine deutsche Staatsangehörigkeit? Ja, natürlich. Okay, super. Okay, dann in circa 5 Minuten bekommen Sie von mir ein bisschen mehr Info per E-Mail und auch Links und Zugangsdaten zu Ihrem Profil. Und dann Sie können sich einfach per E-Mail melden, okay? Ja, genau, so machen wir das. Okay, dann machen wir so. Okay, ich bedanke mich für das Gespräch und wünsche Ihnen einen schönen Tag noch. Ebenso. Auf Wiederhören. Ja, vielen Dank. Ja, tschüss. Tschüss. Hallo? Ja, hallo, guten Tag. Hier ist der Dick. Ja? Ja, hier ist Nicole, Account Managerin. Wir haben vorher gesprochen. Wie geht es Ihnen? Danke, gut. Gut. Haben Sie jetzt 5 Minuten Zeit? Oder sind Sie beschäftigt? Die habe ich. Wenn Sie die Musik ein bisschen leiser machen würden, dann könnte ich Sie auch verstehen. Können Sie mich nicht hören? Das ist zu laut, oder? Ja, es ist sehr laut. Okay, vielleicht hier ist ein bisschen besser. Ja, wenn die Musik aufhört, dann ist es besser. Jetzt hören Sie mich besser, oder? Ja. Okay, gut. Also ich habe Sie ein E-Mail gesendet, ja, mit allen Informationen und auch Zugangsdaten und den Link. Haben Sie es gelesen oder haben Sie noch keine Möglichkeit? Nein, ich glaube noch nicht. Wann haben Sie mir die gesendet? Ja, ich habe an diese E-Mail-Adresse, welche Sie hinterlassen haben, alles gesendet. Ich kann nochmal das alles schicken. Hallo, ja, Sie können, verstehen Sie meine Sprache? Ja. Ich habe gefragt, wann Sie mir die E-Mail gesendet haben. Ich weiß nicht, 2 Tage, ich denke. Mhm. Ja, schon vor 2 Tagen. Also ich kann es nochmal senden, das ist kein Problem. Vielleicht haben Sie es einfach nicht gesehen oder vielleicht es ist im Spam oder so. Das kann durchaus sein. Ja, also Sie können nochmal Ihre E-Mail-Adresse überprüfen, es ist von Nicole Brandt. Ja, Sie werden es sehen und dann, wenn Sie es gelesen haben, dann können Sie mir bitte einfach eine Antwort einfach per E-Mail senden. Ich mache es gerade auf und dann schaue ich mir das an. Okay. Also, wie gesagt, Sie können es alles durchlesen und dann einfach Bescheid geben, wenn Sie fertig sind. Sie können ja einfach am Telefon bleiben. Ich schaue es mir gerade an. So. Okay, kein Problem. So, jetzt sehe ich gerade. Die erste E-Mail ist leer. Da ist nichts drin. Der Name von diesem Brief ist Informationen über Gemini Trust. Ja, aber da gibt es keine Informationen. Das Einzige, was ich bekommen habe, ist ein Passwort und das war's. Dann ist es nicht von mir. Doch, natürlich, Nicole Brandt. Das kann nicht sein, dass Sie haben einfach ein Passwort bekommen. Ihnen alle Informationen? Nein, ich habe eine leere E-Mail, wo ganz unten nur steht, Link, ich sehe gerade, Link, Webtrader, Onyx Corporation, Top at Login, richtig?
Ja, genau. Also es ist der Link, damit Sie können sich in Ihr Konto einloggen. Aber ich habe Ihnen auch alle Informationen gesendet. Also ich weiß nicht, warum sehen Sie es nicht in diesem Brief. Ja. Also ich sende es nochmal dann. Ja, dann ich logge mich jetzt einfach mal ein. Geben Sie mir einfach mal die URL von Ihrer Webseite. Dann logge ich mich einfach mal direkt ein. Ja, also Sie können einfach an diesen Link jetzt klicken, Sie können sich Nein, sagen Sie einloggen. mir doch einfach, das können Sie mir doch einfach sagen, wie Ihre Webseite ist. Warum schreien Sie jetzt? Ich Ich kann schreie es nicht nicht. verstehen. Wollen Sie, dass ich schreie? So schreie ich. Also habe ich nicht Ist geschrien. alles in Ordnung? Ja, Also ich möchte natürlich. dieses Gespräch nicht weiter, also ich möchte mit diesem Gespräch nicht weitergehen, Ich wenn Sie so mit mir reden. wenn Sie mich ausreden Also lassen würden, lassen Sie mich ausreden? Nein? Wollen Sie mich nicht okay, ausreden ich, lassen? Sie werden einfach mit einem anderen Manager dann weiter kommunizieren, weil es ist ein bisschen Ja, unhoffentlich von Sie sind Ihnen, sehr okay? unhöflich. Sie fallen mir dauernd Ja. ins Wort. Sie können mir doch einfach mal Ja. Ihre Webseite nennen. Ja, und schon vorbei. Es hat sich natürlich kein anderer Manager bei mir gemeldet, aber das war auch nicht nötig, denn wir hatten zu diesem Zeitpunkt im Hintergrund schon genug Informationen gesammelt. Deswegen endet das Video hier und ich kann euch nur auf den kommenden Sonntag hinweisen, an dem das Hauptspiel beginnt. Seid gespannt darauf und bleibt mir bis dahin gewogen. Habt eine nette Zeit, bleibt neugierig und vor allem lasst euch bitte nicht abzocken. Euer Callcenter Crasher.